Danke, lieber Winne, danke, lieber Daniel, liebe Freunde und Freunde, meine Damen und Herren, ich war letzten Freitag schon in Stuttgart und habe da zusammen mit dem künftigen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, namens der SPD, Vorsitzenden Sigmar Gabriel und der Spitzenkandidat von dem Nils Schmidt, eine Pressekonferenz gegeben, wo wir uns dafür eingesetzt haben, dass wir schneller, auch schneller als bisher vorgesehen, aus der Atomenergie aussteigen und in die erneuerbaren Energien einsteigen müssen. Das hat mir einen schrecklichen Vorwurf eingebracht. Der Herr Gröhe, Generalsekretär der CDU, hat gesagt, dessen Team, wenn er solche Fragen thematisiert, macht schamlos weiter. Also ich bekenne mich schuldig. Ich mache Wahlkampf für die Energiewende. Aber schamlos, lieber Herr Gröhe, schamlos, liebe Leute, schamlos ist die Kampagne, mit der zurzeit Stefan Mattus, zum Beispiel Winfried Kretschmann, in diesem Lande verleumdet. Schamlos ist es, wenn Herr Stenzel die junge Union aufruft, hier bei meinen Zeugenbahn gekämpft. Da ist das Ende der demokratischen Kultur erreicht in diesem Land. Wenn denn die CDU nicht möchte, dass wir mit der Energiepolitik Wahlkampf machen, das kann sie auch haben. Sollen wir mit der Bildungspolitik Wahlkampf machen? Sollen wir damit Wahlkampf machen, dass eine Partei, die immer behauptet, sie sei für die Selbstbestimmung der Familien, sie sei dafür, dass Elternrecht was zu sagen haben, wenn alle Parteien hier in Tübingen eine gemeinschaftliche Beschulung fordern, über die Schulbürokratie diesen Elternwillen und den Willen aller Parteien aus der CDU hier in Tübingen mit Füßen tritt. Das ist eine skandalöse Bildungspolitik und die wollen wir nicht mehr, weil sie ideologisch verbohrt ist und an den Wünschen der Eltern in diesem Lande vorbeigeht. Bravo. Vielerorts nicht um die Frage Gymnasium oder nicht. Ich komme, denn er hat das angesprochen, aus dem Wahlkreis in Göttingen. In Göttingen Stadt, da gehen morgen 70% der Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium. Warum sollten sie das abschaffen? Der Rest, es gibt noch eine Realschule, der Rest verteilt sich auf zwei Gesamtschulen. Das ist die Schulwirklichkeit mittlerweile in Deutschland. Dafür ist doch kein Schulkampf um Schulform. Aber wenn ich dann in meinem Wahlkreis rumreise, und das ist nicht nur die Stadt Göttingen, das sind auch kleinere Städte wie Dransfeld, Hannover-Schmünden und Duderstadt. Das sind kleine Dörfer wie Jünde und Mengershausen. Da stellt sich die Frage ganz anders. Da stellt sich die Frage, wenn ich festhalte an einem gegliederten, auf Deutsch komm raus, gegliederten Schulsystem, dass ich in den kleinen Orten keine Schule mehr habe und stattdessen die Schüler in drei verschiedene Orte in die Kreisstadt fahren muss. Und das wollen die Eltern nicht. Und da habe ich eine ganz schlechte Nachricht für die CDU in Baden-Württemberg. Da gibt es in der Stadt Göttingen eine rot-grüne Koalition, im Landkreis Göttingen eine schwarz-grüne Koalition und die sind sich beide in einem Punkt einig. Wir brauchen mehr Gesamtschulen. Und wir haben es durchgesetzt. Wir haben jetzt die vierte Gesamtschule im Landkreis durchgesetzt, weil die Eltern das wollen. Und jetzt erzähle ich euch noch, wo diese vierte steht. Die steht in Duderstadt. Duderstadt ist im Landkreis Göttingen eine katholische Enklave. Die ist so schwarz, da kommt nicht mal Rottweiler.
Und wissen Sie, wer der Betreiber dieser vierten Gesamtschule ist? Es handelt sich nicht um irgendeine Schule, nein. Es ist eine katholische Gesamtschule. Und deswegen lade ich alle CDU-Bildungspolitiker hier in Baden-Württemberg ein, besucht eure katholischen Parteifreunde im Eisfeld, damit ihr seht, wie eine pragmatische Schulpolitik geht. Wenn ihr demnächst in der Opposition seid, habt ihr auch genügend Zeit dafür. Annette Schavans Bildungsrepublik Deutschland reden. Eine Bildungspolitik, die meint, bestimmte Leute nochmal gesondert fördern zu müssen, aber an den Grundübel der deutschen Bildungspolitik nicht traut, sich ranzugehen. Und das ist Grundübel, besteht darin, in keinem Lande Europas ist die Chance auf eine bessere und höhere Bildung so abhängig vom Einkommen des Elternhauses wie in Deutschland. Und das Ergebnis ist, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben zu wenig Menschen mit guter Ausbildung. Und was macht die Koalition in Berlin? Sie setzt bestimmte Stipendien aus, aber in der Frage der Grundförderung der Studierenden kneift sie. Im Bundesrat hat die Landesregierung mitblockiert. Aber diese Landesregierung hat ja auch kein Interesse daran. Denn was macht sie? Sie erhöht die sozialen Barrieren, sie schreckt ab durch Studiengebühren. Und wer das nicht mehr will, der muss diese Landesregierung abwählen. Zugang zu besserer Bildung sind. Und wir finden, dass wir die Universitäten nicht nur offen stehen haben müssen für Studienabbrecher wie den Freiherr zu Copy und Paste, Karl Theodor zu Grundberg. Und wo wir bei den Abschlüssen sind, treibt es eigentlich unsere Familien- und Frauenministerin Christina Schröder nicht um, wenn sie feststellen muss, dass in Deutschland Mädchen, die besseren Schulabschlüsse haben, junge Frauen, die besseren Universitätsabschlüsse haben, also besser sind als die Männer, aber im Berufsleben 23%, also ein Viertel weniger verdienen als Männer. Wo bleibt denn da das Grundsatz, Leistung soll sich wieder lohnen in dieser Gesellschaft, liebe Freundinnen und Freunde? Und was ist das für eine Politik, die dann in einer solchen Situation sich darin gefällt, statt sich für die Quote in Aussicht treten einzusetzen, für Extremismusklauseln bei antifaschistischen Initiativen den Verfassungsschutz einzusetzen. So eine Frauenministerin hat ihre Aufgabe verfehlt. Die brauchen wir wirklich nicht. Aber, und jetzt kommen wir auch noch zu etwas, wo man das ja auch erklärt, wie das kommt, dass Frauen im Schnitt so viel weniger verdienen. Wir haben in Deutschland einen inzwischen ausufernden Niedriglohnsektor. Und dieser Niedriglohnsektor trifft besonders Frauen. Ein Drittel der erwerbstätigen Frauen in Deutschland arbeiten im Niedriglohnsektor, im sogenannten Leistungs- und Niedriglohnsektor. Wir haben ganze Regionen in Deutschland, wo Menschen, wenn sie sich bewerben, gerade Frauen, vom Arbeitgeber einfach den Antrag
für Hartz IV das Arbeitslosengeld II daneben gelegt kriegen und gesagt bekommen, wir helfen auch beim Ausfüllen, der Staat stockt ja auf. Und wer es ernst meint mit sozialer Gerechtigkeit, wer es ernst meint damit, dass wir die Haushalte zusammenhalten sollen und nicht Steuergeld verschwenden sollen, der muss endlich dafür sorgen, dass auch in Deutschland das gilt, was im Rest Europas schon lange gilt. Dass es nämlich einen gesetzlichen Mindestlohn gibt und der Schluss damit gemacht wird, aus Steuermitteln die Ausbeutung von Frauen insbesondere zu subventionieren. Das ist eines der Aufgaben. In Ganztagsschulen, über Investitionen in mehr und bessere Kinderbetreuung, über all das können wir gerne mit der CDU reden, bevor wir zur Energiepolitik kommen. Und wir können auch gerne mit Ihnen darüber streiten, was für ein Verständnis von Verkehrspolitik es ist, fast 1 Milliarde aus Landesmitteln dafür zu verschwenden, einen Bahnhof unter der Erde zu versenken, nur damit in Stuttgart ein Stadtteil für besser verdienende und Büroräume entsteht. Da gibt es ja die glorreiche Kanzlerin, die diese Abstimmung hier in Baden-Württemberg auch zur Volksabstimmung über Stuttgart 21 ausgerufen hat. Liebe Frau Bundeskanzlerin, ich weiß nicht, ob Sie sich das gut überlegt haben, angesichts des Echos, was Ihnen am nächsten Wochenende droht. Aber sie hat ja diesen Auftritt mit dem bemerkenswerten Satz garniert, die Grünen seien für die Bahn, aber gegen einen Bahnhof. Ja, Sie lachen. Das ist auch zum Lachen. Nur, wegen der Vollständigkeit halber. Wir Grünen wollen einen leistungsfähigen Bahnhof in Stuttgart. Dafür haben wir eine vernünftige Lösung für die Renovierung des Kopfbahnhofs vorgelegt. Damit würden wir dem Land Baden-Württemberg 1 Milliarde sparen und wir würden dem Bund auch viel Geld sparen. Und jetzt kommt die schlimme Nachricht, auf den ersten Blick schlimme Nachricht für die Menschen in Baden-Württemberg. Dieses Geld fließt nach unserer Auffassung nicht nur in die Rheintalbahn, also ein Eisenbahnprojekt. Und es soll nicht nur fließen in besseren Regionalverkehr. Es wird auch fließen in den Ausbau der Bahnverbindung zwischen Hamburg und Hannover. Ja? Machen Sie sich das klar, macht euch das klar. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, gerade dies ist im Interesse Baden-Württembergs. Denn jeder Container, der im Hamburger Hafen nicht auf die Bahn kommt, weil die Kapazität zwischen Hamburg und Hannover zu ist, dieser Container fährt als Lastwagen hier runter nach Baden-Württemberg und blockiert die Straßen. Und deswegen ist es auch im Interesse von Baden-Württemberg, dass dieses Stück Engpass im Schienenverkehr ausgebaut wird. Das ist unsere Alternative dazu, den Stuttgarter Bahnhof unter die Erde zu verlegen. Und das ist eine offensive Bahnpolitik, die wir brauchen. Diesen Wahlkampf erneut damit zu bestreiten, dass er einen neuen Länderfinanzausgleich fordert. Ja, wir müssen die Finanzen aller staatlichen Ebene auf solide Füße stellen. Das fängt auf der untersten Ebene an. Aber der Herr Markus und die CDU, die wollen die Gewerbesteuer abschaffen. Macht mal hier Bürgermeister, nicht nur den einschlägigen Verdächtigen hier von Tübingen, der meiner Partei angehört, sondern christdemokratisch und andere, was das heißen würde. Damit würde
die letzte eigene Finanzierungssäule unserer Gemeinden wegbrechen. Und es ist richtig. Es gibt da Unlogik. Natürlich fragt sich jeder, warum ein Malermeister oder ein Installationsbetrieb Gewerbesteuer bezahlen muss, während die gut verdienende Anwaltskanzlei daneben das nicht tut. Aber das ist doch kein Grund, diese Steuer abzuschaffen, sondern es ist doch sinnvoll, dass diese Anwaltskanzlei, die Selbstständigen, auch sich an der Gewerbesteuer beteiligen. Das Ergebnis ist, die Malermeister und Installateure müssen weniger Steuern bezahlen, die anderen zahlen ein bisschen mehr und unterm Strich als der Gewinn sind unsere Gemeinden, unsere Städte und Landkreise. So verstehe ich finanziell solides Handwerk. Und wenn wir über Steuern aufkommen und Ähnliches und Gerechtigkeit reden, dann erwarte ich von einer Partei, die sich immer der Bekämpfung von Kriminalität verpflichtet sieht, dass sie bei Vermögensdelikten nicht mit zweierlei Maß misst. Für die CDU ist ja nicht nur der Diebstahl geistigen Eigentums keine Sünde mehr. Die CDU in Baden-Württemberg ist ja auch noch stolz darauf, dass sich die geringste Anzahl von Steuerfahndern messen auf die Bevölkerung in diesem Lande hat. Und sie läuft rum und verkauft das als Standortvorteil, dass hier nicht so genau hingeguckt wird, bei denen die Steuern zahlen müssen. Und anschließend tut Herr Markus so, er wäre pleite darüber, dass er so viel an Ostdeutschland zum Beispiel abgeben müsste. Nein, liebe Freunde und Freunde, das ist eine Haltung, die wir nicht länger akzeptieren dürfen. Wir müssen klar machen, jeder und jeder muss nach seiner Leistungsfähigkeit Steuern bezahlen. Es kann auch in Deutschland keine Steuerschlupflöcher geben. Baden-Württemberg sind nicht die Cayman Islands. Und wie gesagt, Herr Markus, Ihnen und uns ja, wenn jetzt alle Gemeinden auf die kommunalen Optionen ziehen, 6 Milliarden gespart, dann muss ich das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wer hätte das gedacht? Ein Christdemokrat aus Baden-Württemberg errichtet den volkseigenen Betrieb ENBW. Wenn er das wirklich gemacht hätte, so durch Verstaatlichung und ohne Entschädigung, dann hätten wir vielleicht Beifall geklatscht. Aber so läuft das auf eine riesige Belastung für jede Regierung in Baden-Württemberg aus. Denn was hat er da? Man sagt ja immer, die verstehen was von Wirtschaft. Und dem Land Baden-Württemberg droht der Abstieg, wenn die CDU nicht mehr regieren würde, so sehe ich da so Plakate auf den Straßen in der Schlussbahn, kann man sagen, ich kenne keinen Grünen, keinen einzigen, der so blöd gewesen wäre, 18% über Börsenwert die ENBW zu kaufen. Und ehrlich gesagt kann das ja auch damit zusammenhängen, dass kaum ein Grüner ein Kumpel bei Morgan Stanley hat, ein Parteifreund, dem rät, dieses Geschäft zugunsten des französischen Atomkraftwerksbetreibers EDF und zu Lasten von Ihnen allen, zu Lasten der Bevölkerung von Baden-Württemberg einzufügen. Warum ist das ein Klotz am Bein? Ich gelte ja immer als verdächtig, weil
ich nicht nur freundschaftliche Beziehungen zu den deutschen Energiekonzernen pflege. Aber ein bisschen kenne ich mich da auch aus. Es gibt keinen von den großen Kraftwerksbetreibern, der eine so überalterte und ein so wenig dieses Kraftwerkstruktur und ein so wenig diversifiziertes Geschäftsfeld hat wie die Industrie. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, selbst wenn man INBW für 18% unter dem Börsenwert gekauft hätte, hätte man es nicht machen dürfen. Herr Markus hat es aber 18% über Börsenwert gekauft. Und das ist die geballte ökonomische Inkompetenz, die in diesem Lande keine Zukunft mehr haben darf. Plus dem schmerzfreien Brüderle,
und den verwirrt ein Herr Schaumel Herrn Röttgen. Sie plötzlich begriffen, dass mit ihrer Haltung, mit ihrer Laufzeitverlängerung sie tatsächlich eine wirkliche historische Fehlentscheidung getroffen hat. Und das sage ich mit aller Nachdenklichkeit. Aufgrund dieser Katastrophe in Fukushima, aufgrund der Erfahrung, dass das Land Japan nach Hiroshima nun mit Fukushima ein zweites Mal das Land einer atomaren Katastrophe. Und ich sage das, weil selbst der härteste Kritiker der Atomenergie an dieser Stelle wirklich innehalten muss. Ich habe im Brockdorf demonstriert, am Bauzaun gerüttelt. Ich habe im Wendland mich an Sitzblockaden beteiligt. Wir haben versucht, als Landesregierung damals über Sicherheitsauflagen Staaten stillzulegen. Ich habe in einem ganz zähen Ringen, einem schwierigen Kompromiss, zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands Laufzeit von Atomanlagen begrenzt. Bis 2001 hatten die unbegrenzte Laufzeit, also bis zum Sankt-Nimmerleins. Bis dahin war es so, dass das Atomgesetz in seiner Unterzeile lautete, Gesetz zur Förderung der Atomenergie. Dieses Gesetz heißt heute Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergie. Dafür habe ich gestritten, das habe ich mit durchgesetzt. Ich war 7 Jahre verantwortlich für die Reaktorsicherheit in diesem Land. Aber selbst mit all dem Wissen und all diesen Auseinandersetzungen sage ich euch und Ihnen, ich habe mir nicht vorstellen können, dass in einem Hightech-Land wie Japan 6 Reaktorblöcke parallel außer Kontrolle geraten können, dass wir heute in mindestens 3 Reaktorblöcke eine Kernschmelze haben, von der wir nicht wissen, wie sie abläuft und wo sie am Ende endet. Das ist erstmal etwas, wo man Luft auch für das Entsetzen Luft und Zeit auch für die eigene Nachdenklichkeit braucht und sich selber prüfen muss, ist alles, was man da gemacht hat, auch richtig. Deswegen glaube ich, dass wir auch im Wahlkampf über diese Katastrophe in Ruhe, aber auch in Seriosität sprechen müssen. Für mich heißt das 3 Konsequenzen. Erstens, wir müssen die Anlagen, von denen wir wissen, dass sie für den Flugzeugabsturz und für die daraus resultierende Gefahr einer Kernschmelze extrem schlecht ausgelegt sind. Und hier steht der Minister, der das hat untersuchen lassen, dass diese 7 Anlagen plus Krümmel sofort endgültig, entschädigungsfrei und ohne Übertragung von Laufzeiten auf andere Kraftwerke jetzt vom Netz kommt. Das ist die erste und wichtigste Konsequenz. Ich sage das, weil wir es hier mit zu tun haben, dass man sich in einer Situation auch nicht dumm stellen darf. Wenn jetzt erklärt wird, man täte das nur für 3 Monate, also 90 Tage, man mache ein Moratorium, dann suggeriert das, dass es Dinge gibt, die man vorher nicht gewusst hat. Aber all dieses hat man gewusst. Wer es nicht gewusst hat, hätte es nachlesen können im Gesetzestext.
Dort steht, selbst wenn man die beste Technik gewährleistet, gibt es keine Technik, die die Gefahr einer Kernschmelzung, einer katastrophalen Freisetzung von Radioaktivität ausschließt. Und deswegen will man mit diesem Risiko nicht mehr unbegrenzte Zeit leben. Das ist der erste Absatz der Begründung des Atomgesetzes. Deswegen komme ich auch zu der zweiten Konsequenz. Die zweite Konsequenz lautet, dass man die historische Fehlentscheidung der Laufzeitverlängerung endlich rückgängig machen muss. Diese Gesetzesnovelle vom Herbst letzten Jahres muss gegenstandslos gemacht werden. Das ist die zentrale zweite Forderung und die zentrale zweite Konsequenz aus der Katastrophe in Fukushima. Wenn ich sage, man muss da seriös drüber sprechen, dann geht es eben nicht, wie die Bundesregierung es macht, auf der einen Seite, ich zitiere die Kanzlerin, zu sagen, wir haben die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Ich frage mich immer, was sagen eigentlich die Schweden oder die Schweizer? Die sagen alle das Gleiche. Übrigens, der japanische Ministerpräsident hätte das vor 14 Tagen wahrscheinlich auch noch gesagt. Und dann im gleichen Atemzug, mit dem Hinweis darauf, dass diese sichersten Atomkraftwerke der Welt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben feststellen, diese vom Netz zu nehmen, aber nur für 3 Monate. Was eigentlich danach? Das ist nicht seriös. Und es verniedlicht auch die tatsächlichen Risiken. Natürlich kann in Deutschland ein Beben dieser Stärke nach aller Kenntnis von Geologen nicht auftreten. Das ist wahr. Aber wahr ist auch, dass im Rheingraben Erdbeben möglich sind. Da steht auch ein Atomkraftwerk namens Biblis. Das muss für bestimmte Beben ausgelegt werden. Und die schlechte Nachricht ist, es war über Jahre hinweg für die Beben, die dort auftreten können, nicht ausgelegt. Warum? Weil dort über 1000 Dübel, und das sind nicht so kleine, wie heißt die Firma jetzt? Fischerdübel. Sondern solche armen, dicken Teile falsch montiert gewesen sind. Und erst als wir wegen was anderem dieses Kraftwerk steht, ist das rausgekommen und wir mussten RWE zwingen, diese Anlage vom Netz zu nehmen, wir mussten sie zwingen, diese Dübel auszuwechseln und korrekt zu montieren. Das ist eines der sichersten Atomkraftwerke der Welt. Oder Wasserstoffexplosion 2001 im Atomkraftwerk Krümmel. Wieder mussten wir als Bundesaufsicht die Firma Vattenfall zwingen, das Ding vom Netz zu nehmen. Die wollten das einfach weiter betreiben. Oder Sie erleben dieser Tage, dass man zur Notkühlung der Kraftwerke und der Brennelemente in Fukushima das Wasser mit Bohr versetzen muss. Das macht man in einer bestimmten Konzentration, wenn die Konzentration nicht stimmt und die Wasser da rein, das ist ungefähr so erfolgversprechend, als würden Sie versuchen, mit Benzin einen Brand zu löschen. Das heißt, Sie beschleunigen die Kettenreaktion. Das ist für etwas, was im Notkühlsystem von Philipsburg beim Hochfahren mehrfach missachtet worden ist. Die haben das Kraftwerk hochgefahren, ohne die korrekte Bohrkonzentration. Als wir das rausgekriegt haben, haben uns die Leute von RWE gesagt, das machen wir immer, so ist noch nie was passiert. Und als wir dann die Stuttgarter Atomaufsicht, das war noch nicht Frau Gönner, das war noch Herr Müller, gesagt haben, das müsst ihr abstellen, haben die gesagt, ja, wir reden mal mit denen. Ich sage, nein, solange so etwas passiert in einem Kraftwerk, solange muss dieses Kraftwerk vom Netz, da muss endlich für Managementstrukturen gesorgt werden, die sicherstellen, dass die Regeln, wie es im Betriebshandbuch auch eingestellt sind, dass diese Regeln eingehalten werden. Ich könnte diese Reihe von Beispielen ziemlich lange fortsetzen, würde sie alle um euch sterben, schrecklich langweilen. Ich sage das nur, weil klar ist, dass man an dieser Stelle
sich auch jetzt nicht damit ausreden kann, man würde innerhalb von 3 Monaten etwas ganz Schnelles und Zusätzliches rauskriegen. Nein. Diese 3 Monate von Frau Merkel, die dienen nur einem Ziel. Man möchte über den nächsten Sonntag kommen. Das ist das Moratorium und nicht ein Ausgangspunkt. Atomstrom aus Frankreich.
Das wird nicht funktionieren. Weil die Franzosen können das gar nicht. Die sind nämlich jeden Sommer regelmäßig auf Stromimporte angewiesen, weil aufgrund der Wärme die Klimaanlagen nach oben gehen, der Strombedarf steigt, aber das Stromangebot sinkt, weil wenn das Flusswasser wärmer wird, dann muss man Atomkraftwerke runterfahren, manche muss man komplett abschalten. Wir hatten im Sommer 2003 das Phänomen, dass in Fessenheim, nicht weit der deutschen Grenze, sogar zur Kühlung der Außengebäude Feuerwehrschläuche eingesetzt wurden. Die Bilder kennen Sie aus diesen Tagen. Aber wir brauchen es noch nicht. Wir brauchen es auch nicht, weil Deutschland zurzeit in einer für viele Nachbarn beneidenswerten Situation ist. Deutschland, ein Land, was 3/4 seiner Energie importiert. Öl, Gas, Kohle, Uran, wird alles importiert. Deutschland ist heute ein Stromexportland. Wir exportieren die Jahreskapazität von 6 Großkraftwerken nach Abzug aller Importe. Wir haben im letzten Jahr fast 10% mehr Strom exportiert, allerdings auch 3,6% mehr importiert, bleiben aber 6 Prozentpunkte übrig, die wir netto den Export noch gesteigert haben. Anders gesagt, wir können die 7 ältesten Flusskrümmel abschalten, ohne dass sich irgendetwas an der Versorgungssicherheit dieses Landes ändern würde. Und wenn wir es können, warum tun wir es nicht? Verdammt nochmal! Und die interessante Frage ist, und das führt uns direkt zurück hier nach Baden-Württemberg, wie konnte das passieren, dass Deutschland, das jahrelang ein Land war, was eine ausgeglichene Stromimport-Export-Bilanz plötzlich zum Stromexporteur wurde. Das ist in den letzten 10 Jahren. Und der Grund ist ein Irrtum. Und den Irrtum habe ich begangen. Ich habe, es ist nachzulesen im Erneuerbaren Energiengesetz von 2001. Damals, als wir den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen haben, haben wir auch den Einstieg in die erneuerbaren Energien beschlossen. Und wir haben uns Ziele gesetzt. Wir hatten damals 4% unseres Stroms erneuerbar. Es war fast nur Wasser. Und da haben wir ins Gesetz reingeschrieben, 2010 soll 12,5% unseres Stroms erneuerbar erzeugt werden. Und haben alle gesagt, die Grünen und der Trittin spinnen, nie und nimmer werden es jemals mehr als 8%. Nun, wir haben, wenn ich es richtig sehe, das Jahr 2011. 2010 ist vorbei. Dann schauen wir uns die reale Wirklichkeit an. Es sind nicht mehr 4%. Es sind nicht 8%. Ich habe mich geirrt. Es sind auch nicht 12,5%. Wir haben im letzten Jahr 17% unseres Stroms erneuerbar erzeugt. Und das ist der Grund, warum wir so haben. Der erneuerbaren Energien, die in Deutschland 340.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Wir sparen mit den erneuerbaren Energien zurzeit 100 Millionen Tonnen Treibhausgase. Das sind so viel wie alle PKWs in einem Jahr emittieren an Treibhausgasen. Wir sparen damit fast 7 Milliarden für Importe von Energie, also Öl, Gas und anderen und Kohle. Dieses erneuerbare Energiengesetz, das wollten nicht alle. Der erste Gesetzentwurf abgelehnt, unter anderem von Baden-Württemberg. Die erste Novelle abgelehnt von Baden-Württemberg. Die zweite Novelle abgelehnt von Baden-Württemberg. Heißt, Baden-Württemberg hat nicht nur das Gesetz blockiert. Baden-Württemberg, die Landesregierung von CDU und FDP, wenn es in diesem Lande eine Dagegenpartei gibt, dann sind die es.
diesen Händen gibt es erneuerbare Energie. In Bayern, in Hessen und in Baden-Württemberg hat es eine systematische Politik der bürokratischen Schikanierung und der Verhinderung erneuerbarer Energien gegeben. Wir haben in Baden-Württemberg einen Stromanteil von 0,7% aus Windstrom. Und dann kommt das Argument mit schöner Regelmäßigkeit, das liegt daran, dass wir nicht an der Küste sind wie ihr Fischköpfe. Wir sind ein Binnenland und da geht das nicht. Glauben Sie diesen Menschen nicht? Ich kenne in Deutschland ein Binnenland, hat keine Küstenlinie, nicht mal so was wie den Bodensee, verfügt durchaus über ein akzeptables Mittelgebirge, nämlich den Harz. Und dieses Land, das heißt Sachsen-Anhalt, hat übrigens auch gerade gewählt, schönes Ergebnis mit den Grünen. Dieses Land erzeugt nicht 0,7% seines Stroms mit Wind, sondern 15% seines Stroms. Also, nur mal so an die Ehre des Tüftlerlandes. Was die Sachsen-Anhaltiner können, das müsstet ihr im Ländle doch eigentlich auch können. Voraussetzungen, dass man schneller rauskommt aus der Atomenergie, dass man endlich Schluss macht mit der bürokratischen Blockade der Windenergie in den südlichen von der CDU und der CSU regierten Bundesländern. Und dann sage ich Ihnen, der einfachste Weg, diese Blockade wegzukriegen, ist, die CDU in Baden-Württemberg endlich abzuwählen. Nach 58 Jahren. Aber das ist noch nicht genug. Manche sagen ja, man muss dann auch ganz viel Leitung bauen. Das stimmt. Man muss auch Leitung bauen. Lokale Netze, weil wir mehr Dezentralität brauchen. Mittelspannungsnetze kann man übrigens ziemlich komplett, wenn es gewohnte Gebiete angeht, unter die Erde legen. Das geht auch sehr schnell. Da gibt es auch Erfahrungen. Dänemark macht das ausschließlich. Nun sind wir ein bisschen größer wie Dänemark. Also muss man es nicht überall machen. Aber da, wo Menschen wohnen, kann man das machen. Dann hat man auch ganz schnell Akzeptanz für den notwendigen Netzausbau. Nur an einem Punkt wird man keine Akzeptanz für den Netzausbau kriegen. Wenn die Menschen den Eindruck haben, Netzausbau findet nur statt, damit EnBW, E.ON, Vattenfall und RWE weiterhin in ihren abgeschriebenen Altkraftwerken für 2 Cent die Kilowattstunde Strom produzieren können, um sie für 8, 9 Cent auf dem europäischen Markt zu verkaufen. Dafür will niemand Leitungen bauen. Und ich kann das gut verstehen. Für diese Geschäfte im Marktbereich muss man keine Leitungen bauen. In der Energiepolitik vollständig umdenken. Und dann gibt es immer die Schlauen, die sagen, ja, aber kann man das denn vollständig ersetzen? Und können Sie sagen, ich glaube, den Kriterien, der ist grüner, der sieht das sozusagen zu optimistisch. Dann nehmen wir doch die Zahlen der Bundesregierung. Angela Merkel, Heiner Brüderle und der Herr Röttgen haben selber den Beweis angetreten, dass man die erneuerbaren Energien, die Atomenergie komplett besetzt. Und zwar im August 2010. War in der Sommerpause, haben viele nicht mitbekommen, war auch nur so ein Kabinettsbeschluss.
kannst daran, erinnerst dich ja nicht an alles, was die Masse geschlossen hat. Es gibt dann diesen berühmten Merkel-Kurs. Ja, die braucht inzwischen viel ihre eigene Politik, na, um das Land zu kriegen. Sie hat, das Kabinett hat beschlossen, übrigens rechtsverbindlich, bis zum Jahre 2020 möchte die Bundesrepublik Deutschland 38,6% ihres Stroms erneuerbar erzeugen. Beschlusslage Bundeskabinett, FDP, CDU, CSU. Nicht grüner Parteitag. Er hat etwas höhere Zeit. Aber bleiben wir bei dem. Was heißt das? Der höchste Anteil der Atomenergie in Deutschland zum Zeitpunkt des Ausstiegs, also vor der Stilllegung von Mülheim-Kerlik, vor der Stilllegung von Großbritannien, vor der Stilllegung von Stalin, war 25%. Also, wenn man 2020 fast 40% Strom erneuerbar erzeugt, dann beweist Schwarz-Gelb selber, dass man aus der Atomenergie komplett aussteigen kann und dann noch 15% über hat, um auch noch alte Kohlekraftwerke und CO2-Schleudern stillzulegen. Und deswegen sage ich auch da, wenn man das alles weiß, warum macht man es nicht? Ich will Ihnen sagen, warum man das nicht macht. Weil es gar nicht um die Frage des Energiemixes geht. Es geht um eine ganz andere Frage. Nämlich, es geht um die Frage, ob das Geschäftsmodell der vier großen Energieerzeuger zu Lasten der Umwelt, zu Lasten der Bevölkerung, zu Lasten der Verbraucher und übrigens zu Lasten auch der Unternehmen in diesem Lande aufrechterhalten wird, oder ob wir endlich dafür sorgen, dieses Oligopol zu brechen. Das ist die eigentliche Auseinandersetzung, um die es geht. Ja. Wer mehr und besser Energie erzeugen will, wer mehr setzen will auf Klimaschutz, der muss Stadtwerke stärken und nicht schwächen. Der muss erneuerbare Energien fördern. Und er muss auch den Mut haben, die Veränderungen, die damit einhergehen, tatsächlich anzupacken. Es geht nämlich nicht nur darum, in den Netzen keine neuen Kohlekraftwerke reinzunehmen. Es geht auch darum, alte Kohlekraftwerke rauszunehmen. Warum? Weil wir, wenn wir so viel erneuerbaren Strom haben, viel größere Schwankungen in den Netzen haben, die nicht immer mit dem Bedarf übereinstimmen. Die muss man ausgleichen. Über Speicher, über bestimmte Wasserkraft. Aber im Kern kann man das nur regeln, wenn man eine hochflexible Energie hat. Und das sind und bleiben nur intelligente Kraftwerke. Ein Atomkraftwerk kann nicht mal eben schnell hoch und runter gefahren werden. Von 0 auf 100% Leistung braucht ein Atomkraftwerk 55 Stunden. Und bitte versuchen Sie es nicht schneller. Also brauchen wir in der Verstromung zum Ausgleich Gas. Gas gibt es auf zwei Quellen. Auch eine unbequeme Botschaft, auch für uns. Entweder Biogas oder wir nehmen Erdgas, dann müssen wir dieses Erdgas, wenn wir nicht mehr CO2 emittieren wollen und wenn wir nicht mehr importieren wollen aus Russland, anderswo einsparen. Wie tut man das? Das tut man dadurch, dass man guckt, wo verbrauchen wir unser Gas? Wir verbrauchen unser Gas zur Bereitstellung von Wärme. Das ist der Kernmassenverbrauch von Erdgas in Deutschland. Was müssen wir also tun? Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Erdgas verbraucht wird zur Wärme. Wie macht man das? Ganz einfach. Man isoliert Häuser. Man senkt den Wärmebedarf durch energetische Sanierung. Und zwar nicht nur von energetischer Sanierung von kleinen Häusern, die Einzelne bewohnen, sondern auch von großen Mietwohnungen, von Mediamärkten und von Bürogebäuden. Dafür brauchen wir Geld. Und was macht die Bundesregierung? In dieser Situation legt sie einen Haushalt vor, wo sie die Mittel für die Wärmedämmung zusammenstreicht. Wissen Sie,
wie die Sanierungsrate im Wohnungsbestand in Deutschland ist. 0,6% pro Jahr werden energetisch saniert. Das heißt, man ist noch nicht einmal in 100 Jahren damit fertig, die deutschen Gebäude auf den Wärmestandard von heute zu bringen. Das muss sich ändern, wenn man schneller aus der Atomenergie raus ist. Und das ist jetzt ganz aktuelle Jahresende. Energiewende, die setzt auf erneuerbare Energien, auf Energieeffizienz und auf Energieeinsparung. Und das ist die Entscheidung, von der Sie stellvertretend für das ganze Land am kommenden Sonntag stehen. In Baden-Württemberg wird darüber entschieden werden, ob das Ende des Atomzeitalters in Deutschland endlich eingeleitet wird oder ob nur ethisch darüber reflektiert wird, so weiterzumachen wie bisher. Das ist die zentrale Entscheidung, die am kommenden Sonntag von Ihnen allen hier in Baden-Württemberg stellvertretend für das ganze Land getroffen wird. Erst wenn Herr Westerwelle und erst wenn Herr Mattus merkt, dass man mit der Atomtechnologie als Alleinstellungsmerkmal nicht mehr an der Regierung ist, erst dann wird es ernst werden mit dem Ausstieg in diesem Lande. Also sorgen Sie dafür, dass die Restlaufzeit dieser Regierung am kommenden Sonntag endet. Baden-Württemberg jetzt klar machen müssen, ist eine neue Rolle.
Es ist so, dass die Hoffnung auf den Wechsel, die Hoffnung auf das Ende von 58 Jahren CDU-Regierung, diese Hoffnung ruht auf den Grünen. Sie ruht auf und insbesondere der Person Winfried Kretschmann. Und so schön das für viele von uns ist, so klar muss man sich auch darüber sein, was man damit an Verantwortung übernimmt. Nie wieder können Grüne in einer solchen Situation sagen, das hat uns aber der größere Koalitionspartner aufgeladen. Nein, wir tragen die Verantwortung. Und wir tragen jetzt in dieser Situation auch die Verantwortung dafür, dass der Wechsel in Baden-Württemberg möglich wird. Und das heißt, es kommt, das wird sehr knapp werden. Und man soll sich von diesen schönen Berichten auch nicht kirre machen lassen. Das ist noch nicht geschafft. Es wird nur gelingen, wenn alle hingehen, wenn nirgendwo irgendetwas, was man vielleicht aus spontanem Herzen auch ankreuzen könnte, angekreuzt wird, weil alles hilft nur Stefan Markus. Wenn da die Sorge getragen wird, dass alle hingehen, dass jeder wählt, dass alle das Kreuz an der richtigen Stelle machen, nämlich bei Bündnis 90 Die Grünen. Das ist die Stimme für das Ende des Atomzeitalters in Deutschland. Das ist die Stimme für das Ende der 58-jährigen Herrschaft der CDU in diesem Lande. Und das ist das Ende der Unseriosität des Stefan Markus. Vielen Dank.